Erzrivale Eintracht Frankfurt trainiert im fernen Abu Dhabi, Ligakonkurrent Wien Wiesbaden im spanischen Andalusien und selbst der kleine SV Darmstadt 98 bezieht sein Wintertrainingslager an der sonnigen türkischen Riviera. Einzig die Kickers sind daheim in Offenbach geblieben. Der finanzielle Schuh drückt, der OFC steht bei Schuldnern mit 6 Millionen Euro in der Kreide. Kein Geld also für weite Reisen, doch die Kickers haben sich mit der Situation angefreundet. Da wir ja vorher wussten, dass wir ja nicht im Trainingslager fahren, ist es dann eigentlich jetzt optimal, weil die Wetterbedingungen doch eigentlich recht gut sind. Man sieht auch dann hinter uns, dass der Rasen grün ist und man hat den Versuch dann auch zu pflegen. Von da aus ist es im Moment, haben wir gute Bedingungen. Naja, zumindest relativ. Denn ein paar Späße mit dem leicht angeschlagenen Rasen können sich Ari van Lens Spieler dann doch nicht verkneifen. Mehr Spaß macht es den Offenbachern derzeit in der Halle. Den Frankfurt Cup vergangene Woche konnten sie überraschend gewinnen. In Kassel wurde man Vierter. Während manche Spieler geschont wurden, konnten andere erst gar nicht mitkicken. Markus Husterer muss sich am Knie operieren lassen. Kai Hesse soll kommende Woche aus der Reha zurückkehren. Und Christopher Lamprecht laboriert bereits seit einem Jahr an einer Knieverletzung mit Komplikationen und einer Operation. Wir haben ja mit dem Husterer, der Probleme hat im Knie, das wissen wir nicht ganz genau. Mit dem Kai Hesse ist ja bekannt, dass er dann, dass es dann nur um Tagen handeln kann, bis er wieder hier im Mannschaftstraining wieder einschaltet. Bei Christopher Lamprecht ist es ja Fakt, dass es noch sehr lange dauert, wenn überhaupt. Aber sonst ist das andere, die Jungs, die sind ja eigentlich alle da. Die Verletzten sind abzusehen. Von da aus bin ich deswegen auch nicht unzufrieden. Am Freitag und am Samstag testen die Kickers erstmal gegen die Zweitligisten Braunschweig und Ingolstadt. Danach hat der Tabellenelfte der dritten Liga noch bis zum 25. Januar Zeit für die Wintervorbereitung. Dann geht's in Bielefeld weiter. Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit 13 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage, aber auch 9 verlorenen Spielen, muss Ari van Lent über die Zielsetzung für die ersten Punktspiele im neuen Jahr schmunzeln. Was denkst du? Also nicht zu verlieren. Also wir wollen eigentlich alle Spiele gewinnen. Wir sind uns schon bewusst um unsere Aufgaben, dass wir nicht in der Hinrunde nicht alles schlecht gemacht haben, dass wir uns auch manchmal ein bisschen kurios oder doof angestellt haben, wissen wir auch. Das müssen wir einfach verbessern, Fehler minimieren, wie es immer so ist und einfach nur mal vielleicht noch ein bisschen konsequenter nach vorne und darauf arbeiten wir und hoffen, dass es dann auch klappt. Derweil decken sich Dauerkarteninhaber am Biberer Berg bereits mit Karten fürs Pokalviertelfinale gegen den VfL Wolfsburg ein. In den ersten 2 Tagen wurden bereits 6.000 Tickets verkauft. Im Gegensatz zum Liga-Alltag blitzte gegen höherklassige Teams im DFB-Pokal konstant das Potenzial der Kickers auf. Doch der Trainer würde den Hype gerne aus den Köpfen seiner Spieler verbannen. Vorerst. Ja, ich glaube, dass wir jetzt durch den Anfang der Vorbereitung damit aufhören sollen. Es gab genug Lob, das haben die Jungs sich auch verdient. Und ich denke, das Pokalspiel ist ja erst Ende Februar. Von da aus gibt es noch genug Spiele und da müssen wir uns wirklich zusammenreißen, weil, wie gesagt, sonst sind wir, wenn wir da nachlässig sind, dann man kann sich immer nicht retten mit dem Pokalspiel und dann wird es gefährlich. Aber wenn die Kickers schon nicht nach Abu Dhabi oder Andalusien können, so träumt manch einer sicher davon, bald zumindest einen kleinen Schritt näher an Berlin heranzukommen.